Wir erwiesen ihnen Gnade und gaben ihnen ein Heim bei den Erwachten. Sie dankten uns diese Gnade mit Verrat. Nun werden Sie meinen Zorn spüren. Am 19. Mai erscheint Haus der Wölfe, der zweite DLC für Bungies Online-Shooter Destiny. Die neuen Inhalte sollen neue Endgame-Beschäftigungen bieten und das vor allem abseits der bekannten Spielmodi. Neu im Haus der Wölfe sind ein sozialer Treffpunkt, das Riff, eine Quest-Kampagne mit 5 Missionen, ein Strike der Schattendieb, ein wöchentliches PvP-Turnier mit den Prüfungen des Osiris sowie zusätzliche Schmelztiegelkarten und ein kooperativer PvE-Spielmodus mit dem Gefängnis der Alten. Was sich hinter diesen Ankündigungen verbirgt, erklärten die Entwickler in einer Reihe von Livestreams. Wir wollen die Infos für euch im folgenden Video zusammenfassen. Klären wir aber zunächst, wohin es mit Haus der Wölfe eigentlich geht. Wir dürfen nämlich endlich das Riff erkunden. Die Heimat der mysteriösen Königin ist bereits im Hauptspiel zu sehen, allerdings nur im Rahmen einer Zwischensequenz. In Haus der Wölfe fungierte die königliche Behausung als Alternative zum Turm. Neue Questgeber, weitere Händler, neue Beutezüge und NPCs für die neuen Spielmodi finden sich hier. Übrigens steht das Riff auch Spielern offen, die den DLC nicht kaufen, dann sind aber natürlich nicht alle Aktivitäten verfügbar. Damit nicht alle Hüter fluchtartig den Turm verlassen, gibt es aber auch dort Neuigkeiten. Der Sprecher beispielsweise erlaubt weitere Varianten von Währungstausch. Mit Haus der Wölfe lassen sich beispielsweise nicht nur Leuchtbruchstücke und Leuchtenergie hin und her tauschen, das klappt ab dem DLC auch mit den Aszendenten-Pendants. Außerdem gibt's neue Waffen und Klamotten im Sortiment der Fraktionshändler von der neuen Monarchie, dem Kriegskult der Zukunft und dem toten Orbit. Das Beste daran, sämtliche dieser kommenden Items und ihre Vorgänger sind grundsätzlich valide Optionen für die Ausstattung im Endgame. Die Entwickler von Bungie schrauben nämlich drastisch an der Itemstruktur von Destiny. Im Endgame ist ab Haus der Wölfe nicht mehr nur Equipment aus Raids und aus dem Eisenbanner interessant. Alle legendären und exotischen Items des Spiels lassen sich nämlich auf die neue Höchststufe aufrüsten. Klamotten ermöglichen dann die neue Lichtmaximalstufe von 34, Waffen klettern auf den Angriffswert 365. Und das Beste, die Upgrades könnt ihr vornehmen, sobald ihr die benötigten Items gesammelt habt. Wochenendhändler Xur hat damit nichts zu tun, obendrein behalten aufgewertete Gegenstände bereits erspielte Perks. Die Upgrades kosten unterschiedliche Mengen an Glimmer, Planetenressourcen oder Waffenteile sowie ein exotisches Bruchstück oder ein Etheric Light. Dieses neue Material könnt ihr euch in den neuen Endgame-Aktivitäten sowie im wöchentlichen Dämmerungsstrike und auf den Eisenbannerringen 3 und 5 erspielen. Und wenn wir schon über das Eisenbanner sprechen, bleiben wir doch gleich beim PvP. Da tut sich mit Haus der Wölfe nämlich so einiges. Zum einen werden Rufgewinn beim Schmelztiegel sowie die Menge erspielter Marken verdoppelt. Außerdem gibt's grundsätzlich mehr Beute und erhöhte Chance auf Loot für den Spieler, der sich in einem Match den Spitzenplatz sichert. Außerdem werden die mit dem ersten DLC Dunkelheit lauert eingeführten PvP-Maps für alle Destiny-Spieler verfügbar, also auch für all jene, die den ersten DLC nicht gekauft haben. Wer den neuen PvP-Spielmodus Prüfungen von Osiris spielen möchte, muss dafür allerdings natürlich Haus der Wölfe besitzen und mindestens 2 Ingame-Freunde haben. Matchmaking gibt es für das Wochenendturnier nämlich nicht. Die Prüfungen von Osiris starten immer freitags und laufen bis zum wöchentlichen Reset am folgenden Dienstag. Während dieses Zeitfensters schnappt ihr euch mit einem vorher zusammengestellten Fireteam ein Zugangsticket und stürzt euch in 3 gegen 3 Gefechte. Auf dem Ticket werden Siege und Niederlagen verzeichnet. Beendet ist ein Durchlauf, sobald ihr 9-mal gewonnen oder 3-mal verloren habt. Dann werden die entsprechend erspielten Belohnungen freigeschaltet und ihr löst auf Wunsch ein weiteres Ticket.
Optionale Boost-Items erlauben es, den Durchgang zu beschleunigen, indem beispielsweise der erste Sieg gleich wie zwei Siege angerechnet wird. Die für den Boosterkauf nötigen Marken gibt's im regulären Destiny PvP zu gewinnen. In den Matches zwischen zwei Teams wird dann gespielt, bis eine Truppe 5 Punkte erreicht und damit das Match für sich entscheidet. Einen Punkt gibt's, sobald das komplette gegnerische Team im Staub liegt. Die Besonderheit dabei, die Prüfungen von Osiris werden im sogenannten Elimination-Modus gespielt. Stirbt ein Charakter, muss er von den Kameraden wiederbelebt werden. Automatische Respawns gibt es nicht. Sonnensänger-Warlocks können sich allerdings selbst zurück ins Spiel bringen. Der Elimination-Modus soll übrigens auch außerhalb der Prüfungen Einzug in den Schmelztiegel halten. Die meisten Matches in diesem Wochenendturnier dürften vergleichsweise kurz ausfallen. Falls sich beide Teams zu defensiv verhalten, sorgen Spielmechaniken dafür, dass es nicht zum abendfüllenden Geduldsspiel kommt. In der Mitte der wöchentlich wechselnden Karte taucht dann eine Eroberungsflagge auf. Wer diese einnimmt, entscheidet den Kampf für sein Team. Kommt niemand direkt zur Flagge, so gewinnt das Fireteam, das der Flagge am nächsten ist. Zu den Belohnungen gehören neben Materialien und Items übrigens auch pro Klasse 2 Outfits, die es ausschließlich bei den Prüfungen gibt. Eines der Sets gibt's durch Zufallsdrops, das andere ist beim entsprechenden Händler zu erwerben. Apropos Belohnungen, die gibt's natürlich auch im Gefängnis der alten, dem neuen PvE-Spielmodus. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Horde-Modus. Spieler stellen sich in Fireteams 5 Runden lang Wellen um Wellen von Gegnern. Wie für diesen Spielmodus üblich, finden die Gefechte meist in vergleichsweise kompakten Arealen statt. Aufgelockert wird die Ballerei im Fall von Destiny unter anderem durch Spezialziele. Da müssen beispielsweise Minen entschärft oder spezielle Gegner ausgeschaltet werden. Außerdem gibt's pro Runde zufällig ausgewürfelte Modifikatoren, die den Hütern das Leben mal leichter machen, wenn zum Beispiel der Nahkampfschaden drastisch erhöht wird, oder schwerer, wenn Schilde nur im Schneckentempo regenerieren. Das Gefängnis der Alten ist in einer Level 28 Version verfügbar, die auch Matchmaking unterstützt und entsprechend kein vorher zusammengestelltes Fireteam voraussetzt. Die stärksten Belohnungen warten allerdings in den Varianten für die Stufen 32, 34 und 35, die obendrein an den wöchentlichen Reset geknüpft sind. Pro Woche jeweils also nur einmal Beute abwerfen. Dafür gibt's hier aber auch die Chance, sogenannte Rüstungs- und Waffenkerne zu bekommen. Die lassen sich beim passenden Händler für das Equipment-Item bzw. für die Waffe der jeweiligen Woche eintauschen. Das Sortiment des Händlers wechselt nämlich durch. Außerdem steht beim Abschluss einer vollständigen Runde im Gefängnis der Alten ein Besuch im Schatzraum an. Hier gibt's die bekannten Zufallsbelohnungen. Unklar ist derzeit noch, welche spezielle Beute in der Level 35-Version zu bekommen ist. Die Entwickler schweigen sich diesbezüglich noch aus. Allerdings erfordern bessere Belohnungen auch mehr Einsatz. In den hochstufigen Versionen des Knastabenteuers müssen deshalb auch Bosse besiegt werden. Und das sind sie, die großen Inhalte von Haus der Wölfe. Bevor ihr euch ins neue Endgame stürzen könnt, müsst ihr zunächst einmal die Quest-Kampagne durchspielen. Die umfasst diesmal 5 Missionen, über die jedoch kaum etwas bekannt ist. Es dürfte jedoch reichlich unwahrscheinlich sein, dass erzählerisch wesentlich mehr geboten wird, als zuletzt bei Dunkelheit lauert. Außerdem wäre da noch der neue Strike mit dem Titel Der Schattendieb. In diesem kämpfen Fireteams auf dem Mond gegen ein Söldnerteam der Gefallenen. Viel offizielles Videomaterial zum Strike gibt es nicht. Diverse YouTuber veröffentlichten jedoch bereits Aufnahmen kompletter Durchläufe. Wer also mehr wissen möchte, wird beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von Datto das Destiny fündig. Wir hoffen, wir konnten euch einen Überblick über die Inhalte des zweiten Destiny DLC geben. Haus der Wölfe erscheint am 19. Mai und verspricht zumindest einiges besser zu machen als die erste Inhaltserweiterung. Und das trotz fehlendem Raid. Wir wünschen allen Destiny-Spielern viel Spaß. Öffnet das Riff für die Hüter. Bietet ihnen unsere Schätze als Kopfgeld für diese Verräter. Die Jagd ist eröffnet.